Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. So, wie versprochen, wir werden heute Dinge und Sachen erledigen. Also Rätsel, wenn hier oben zwei, die werden wir noch gleich machen. Dann gehen wir hier runter ein bisschen. Und genau, dann hier wollen wir uns den hier noch snacken, den Aussichtspunkt. Dann werden wir langsam mal schauen, dass wir hier oben weitermachen. Das heißt, hier mit dem Raubzug, damit wir auch unsere Stadt weiter ausbauen können. So, eins, zwei. Genau, Leute. Und wenn es euch gefällt, lasst mir doch einen ruhigen Kommentar oder auch Abo da. Alles sehr, sehr freuen. Hier ist auch ein Artefakt. Oh, hier kann man ganz schön viel holen hier in der Stadt. Scheint da oben zu sein, okay. Wir werden wenigstens nicht gestört. Und sehen wir uns doch gleich. Okay, das ist ein bisschen einfallslos, finde ich, dass man bloß die Dinge da hinterher rennen muss, aber okay. Entwurfkopf, okay. Wahrscheinlich wieder was für Schiff, irgendwie so ein Ding, was wir da verschönern können am Schiff. Willst du mit mir singen? So viel Zeit zu vertreiben. Machen wir nochmal. Dieses Lied. Du hast sicher viele Tage auf einem Langschiff verbracht. Oh ja. Siehst du meine salzgegerbten Haare? Sie haben ziemlich was abbekommen im Lauf der Zeit. Jetzt sind sie wie Stroh. Dann solltest du dich von Pferden fernhalten. Ha, du bist sehr scharfsinnig und hart im Nehmen, wie es aussieht. Aber du bist nicht vom Ragnarsson-Lager in Kreopedun. Ich hätte dich wiedererkannt. Ich gehöre einem anderen Clan an. Warum hast du deinen verlassen? Ich wurde verstoßen. Zu alt, zu schwach. Ich war nur noch Ballast. Ich muss mich daran gewöhnen, Schlachtfelder nur noch aus der Ferne zu sehen. Darin liegt keine Schande. Nicht viele leben lang genug, um sich zur Ruhe zu setzen. Du hast es dir verdient. Hab ich das? Oder habe ich meine Gelegenheit verpasst? Ich dachte, ich wüsste, was kommt. Aber jetzt erscheint mir alles fremd. Sei offen dafür. Segle übers Meer. Schreibe deine Lieder und schreie sie in den Wind. Das klingt doch schön. Du bist viel zu jung für so weise Worte. Dir und deinem Clan ist eine glänzende Zukunft beschieden. Ich würde gerne dazu beitragen. Nimm diesen Schlüssel. Wenn du in Cheopedum bist, geh zu meinem Haus am Hafen. Ein großer Baum steht davor. Okay. Darin wirst du einige meiner wertvollsten Besitztümer finden. Nimm sie an dich. Ich brauche sie nicht mehr. Du ehrst mich. Sieh es als Geschenk von der alten Garde an die neue. Jo, bitte. Odin sei mit dir, Dränger. Skaris Hausschlüssel. Okay, ist aber nicht abgeschlossen jetzt, oder? Warte mal. Jo, bitte. Also sind wir eh schon. Am Hafen. Es wird hier sein, oder? Ein großer Baum steht davor. Ich sollte nach dem Haus des alten Wikingers Ausschau halten, wenn ich in Cheopedun bin. Es wird hier irgendwo sein.
Da vorne. Ich sollte nach dem Haus des alten Wikingers Ausschau halten. Ein großer Baum steht davor. Schauen wir mal. Das finden wir schon. Könnte sie sein? Ah, die haben keine Tür, okay. Okay, scheint ein Stall zu sein. Hier könnte es sein. Ja, hier ist es. Das muss das Haus des alten Wikingers sein. Er wollte, dass ich seine Sachen an mich nehme. Besetztes Armband. Okay, das ist anderes. Aber was soll ich mit dem hier machen? Neues Gedicht. Diese Kiste ist voller Lieder. Es muss lange gedauert haben, sie niederzuschreiben. Ich sollte sie ihm zurückgeben. Okay. Dann müssen wir schauen, wie wir da gescheit hinkommen. Kann ich vielleicht darüber fahren? Führung übernehmen. Du hast ein paar schöne Stücke hinterlassen, alter Mann. Ah, du bist zurück. Warum verschwendest du deine Zeit mit mir? In dieser Kiste sind all die Lieder, die du aufgeschrieben hast. Das kann ich weder annehmen noch vergelten. Du wirst sie sicher noch einmal ansehen wollen. Du solltest sie behalten. Die hatte ich ganz vergessen. Daran kann ich arbeiten, wenn ich meine Reise fortsetze. Nur die untergehende Sonne kann dir sagen, wann du anhalten sollst. Vielleicht nicht einmal die. Zum zweiten Mal hast du dir meine Bewunderung verdient. Bitte sag mir deinen Namen. Eivor. Eivor. Wolfsmal. Wenn die Götter es wollen, werde ich vor dir an Odins Tisch sitzen. Dort werde ich von dir sprechen. Und wenn die Zeit gekommen ist, dass du deinen Platz einnimmst, werden sie dich mit Namen begrüßen. Leb wohl. Okay. Die alte Garde. Sehr schön. Jetzt hier haben wir noch... Hier können wir auch noch was machen. Hier gibt es wieder die Wortspiele da. Machen wir doch gleich mal. Einmal sprechen. Ich hörte, dass Dänen langsam im Gehirn sind und klumpige Zungen haben. Kannst du das bestätigen? Viele Männer sind laut oder dumm.
Beeindruckenderweise bist du beides zugleich. Dich knöpfe ich mir vor. Vorzüglich. Ein Sportgefecht. Willst du auch etwas wetten? Hier. Danke. Fangen wir an. Mit dem Spott, den ich bringe, habe ich immer obsiegt. Der Löwe sind eitel, prattet wie ein Ochs. Du bist ja gleich weinend. Du bist lustig, du bist jetzt gleich unterlegt. Das ist lustig, denn du bist's, der gleich unterliegt. Au, stark und schnell. Hüte dich nur, Jungulf. Du bist nichts als ein Tölpel, du witzloser Wicht. Ach, du Schwächling, du Milchbub, beeindruckst mich nicht. Tölpel, Wurm. Ach, du Schwächling, du Milchbub, beeindruckst mich nicht. Sehr gut. Ich bin Spottstreitergott. Jeder Vers mir gelingt. Du bist langweilig, müde und tust mir nur leid. Deine Ruhm sind schlecht und dein Skill hinkt. Du hast gewettet, weil ne? Gewinnt. Deine Reime sind schlecht und dein Versgefühl hinkt. Oh, der tat weh, Jungulf. Beeindruckend. Du bist genauso schnittig wie deine Axt. Wie versprochen. Also gib mir meinen Gewinn. Hier, nimm. Du hast es verdient. Charisma. Okay. So, dann schauen wir doch mal auf die Karte. Hier ist irgendwie... Okay, wo sind wir denn jetzt hier? Da ist noch was. Aber hier ist auch noch was. Ein paar kleine Schätze gibt es hier noch. Obwohl es schon das 250er Gebiet ist. Wut ins Auge. Ach, das war schon das andere Rätsel. Das haben wir jetzt trotzdem noch schnell. Oh, was ist das da? Der sieht aber gefährlich aus. Alter Schwede. Gern ziehe ich mit dir über den Schwanenweg, Eivor. An meiner Seite. Für die Beute, für den Ruhm und für Valhall. Utru, die Schlange. Utru! Ich hab das immer noch nicht kapiert mit den Wikinger. Helfen die mir dann irgendwie oder wie? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst, wie das genau abläuft. Ich habe bis jetzt noch keinen Plan. Ah, macht da die Truhe auf, ihr... Das war schon, oder wie? Okay, das war schon der Schatz. Dann gehen wir hier wieder rüber. Machen gar nicht so lange hier in dem anderen Gebiet rum. Looten und leveln, Leute. Okay, was ist denn los? Oh,
15 Meter. Okay. Was ist denn das hier? Im Boden drin. Okay, da müssen wir also irgendwo rein. Ah, da komme ich aber nicht rein. Wir müssen oben irgendwie rein. Okay. Scheint so eine Art Gruft zu sein oder so. Einsammeln, was ist das? Kein Artefakt. Rügners Seite. Das war's jetzt schon, oder wie? Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie ich an den blöden Schatz komme. Hundert Meter. Wie komme ich da hin? Gibt es denn noch irgendwo eine Tür? Hier geht's rein. Ah, okay. Okay, passt doch. Dann holen wir uns die restlichen. Okay, das wird entweder in einem Kirchturm drin sein. Da oben scheint es reinzugehen. Jo, hier. Okay, über uns. Uns. 50 Meter. Aha. Hier hin. Ah, okay, geht's hier bloß wieder hier lang. Meter. Ach,
50 Meter auf der Ebene auf jeden Fall. Wird draußen sein, ja. So, 70 Meter. Kann ich mal in Ruhe langrennen hier, ohne dass man mal beschossen wird. Hier waren wir doch schon. Hä, habe ich da was übersehen oder was? Das ist auf der Ebene. Irgendwas ist hier noch. Irgendwas habe ich übersehen. Beigesetzte Könige von Mercia. Ist doch nichts mehr. Bin ich blöd oder was? Ist auf. Hä? Vor allem, der ist unter unserem Schatz. Das heißt, es muss irgendwo runtergehen. Unter uns, 55 Meter. Was übersehe ich hier? Ach, warte mal. Geht's auch noch rein, oder? Alter Schwede. Okay. Geht's auf jeden Fall rein. Okay. Tragen. Schwere Geburt. Für Eisen und für Leder. Okay.
Ah, die haben sie auch schon wieder berückt. Okay. Dann geht's hier weiter, hier rüber. Den können wir vielleicht nochmal fragen, den Typi. Ob der noch irgendwie Rüstung weiß oder so. Vorne ist er schon. Jetzt wird er vielleicht eine Rüstung sagen, die in der Stadt wieder. Jetzt kann ich wieder zurückrennen. Mehr habe ich nicht zu berichten. Okay. Fürs Erste. Alles klar. Dann zeig mir doch dieses Fragezeichen an, wenn du eh nichts weißt. Und 83 später. Wenn wir jetzt mal schön gemütlich mit unserem Pferdchen hinreiten. Werden sofort angreifen. Geht die denn so komisch rum? Komm her! Du kannst nichts dagegen tun. Wo ist denn der jetzt? Noch einer? So, kann ich jetzt bitte mal in Ruhe looten. Ganz in Ruhe. Kohlebarren. Noch was?
Und ein paar Pfeile. Okay, hier scheint ein Artefakt zu sein und ein kleiner Schatz. Ein Artefakt. Schaut mal hier auf den Berg oben. Achso, okay, wir müssen es wegschieben. Eine Maske oder sowas. Römisches Artefakt erhalten. Okay. Gibt's Pilze? Pilze wollen wir nicht. Gewusst, hier ist noch ein Schatz. Ein kleiner zwar, aber ein Schatz. Du noch hier, Knochenkalle. Knochenkalle! So, dann haben wir das auch abgefrühstückt. Hier. Jetzt wahrscheinlich genau das Ding, wo ich gerade eben war, oder? Alter Schwede. Ist ja nicht so, dass mir vorher auf der Karte sich angezeigt hätte. Ja, war mir klar. Mann, Mann, Mann. Es war jetzt nicht relevant, dass wir das Gebiet abschließen, aber ich will... Dann brauche ich auch ein bisschen Ressourcen zum Leveln und so. Also zum Waffenaufwerten. Ich darf ja nicht erwischt werden. Ja, die haben wir schon down gehauen. Mich ab und zu auch schöne Runen. Runen! Wir müssen einmal in die Richtung. Die mir herkommen die ganze Zeit. Also mein, den dürfen wir nicht abschießen. Alles ein bisschen abfrühstücken hier, Leute. Danke. Von tiefstem Herzen danke. Ich werde all meinen Freunden von diesem Glück berichten. Ich hielt dich für einen Gauner und Schwindler. Aber du hattest recht. Der Herr sei mit dir. Geile Aussicht hast du hier. Was hat sein kleines Herz so befeuert? Ah, mein bald höchst begehrter Zaubertrank. Ein Schluck davon lässt dich einschlafen und wenn du aufwachst, bist du auf einmal reicher. Diese Betrugsmasche ist mir neu. Es klingt wie eine, ja, ich weiß. Ich kann auch nicht erklären, wie es wirkt. Aber die Worte dieses Herrn eben sprechen für sich. Er und viele andere sind zu mir zurückgekehrt. Jeder erzählte eine andere Geschichte, aber alle waren am Ende reicher. Lass mich das Elixier probieren. Na gut, gib mir den Zaubertrank. Ich habe keinen mehr. Die Herstellung dieses Tranks ist ein großes Wagnis. Willst du dich dieser Herausforderung wirklich stellen? Erst muss ich wissen, worum es geht. Sehr wohl. Es gibt zwei wichtige Zutaten, die du mir bringen musst. Bärenhoden und frische Flechten. Wo kann ich diese Zutaten finden? Etwas westlich von hier ist eine Höhle, in der Bären sich gerne an Trompetenpfifferlingen bedienen.
Flechten wiederum wachsen draußen im Brunnen. Aber nimm dich in Acht. Okay. Westlich, also hier irgendwo. Hier, könnte hier sein, hä? Wir schauen einfach mal. Ah, okay, da haben wir schon die Bärenhöhle. Die Bärenhöhle. Ist immer so schön, dass hier oben noch irgendwelche Wachen rumkrauchen. Und die Bären, die gar nicht angreifen. Das hier brauche ich von den Bären. Bärenhoden? Okay. Und ein bisschen Silber gesnackt. So, ein Brunnen. Sieh mal nach, Sühnen. Ah, der Brunnen ist da vorne, okay. Sühnen. Oh, geh bitte in den Brunnen. Flechten. Flechten ernten? Flechten für das Gebräu des Trankmischers. Weil das Tier über alle immer so komische Knochengerippe hier rumliegen. Okay, hier ist nicht mehr. Und wieder hoch. Klettern. Okay, gehen wir eben so mal. Hallo. Geh weg da. Hier, ich habe, worum du mich gebeten hast. Sehr gut. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Der Trank wird in Kürze fertig sein. Da haben wir es. Einmal den Trank des wundersamen Reichtums. Viel Spaß. Verfluchter Trankmischer. Lesen? Ich würde sagen, der hier hat denselben Trank getrunken. Es hat geklappt. Er ist gelandet und hat es nicht mehr hinausgeschafft. Dieser Griff. Zurück zum Trankmischer. Vielleicht weiß er, was passiert ist. Darf ich jetzt bitte lesen? Ja? Gut, es hat geklappt. Dieser gerissene Hund. Ich weiß zwar weder, wo ich bin, noch wie ich hierher gelangt bin, aber ich weiß, dass sich ein Schatz in meinem Besitz befindet, der mir einen hohen Preis einbringen wird. Ist das Zauberei? Vermag das Innerste meiner Seele unter dem Einfluss dieses Trankes Schätze aufspüren? Ich muss mehr darüber erfahren. Ich muss meine Lippen erneut mit diesem Trank benetzen. Doch zuerst muss ich einen Ausgang finden. Der Weg durch das Wasser ist zu lang, als dass ich hindurchschwimmen könnte. Das sieht doch ein bisschen komisch aus, das Wasser. Hä? In der gleichen Höhle waren wir doch schon mal. Klar, in der gleichen Höhle waren wir schon mal. Wie geht's hier raus? Das ist aber komisch.
sind wir denn jetzt hier? Alter. Wo bin ich denn jetzt? Hä? Diese Scheiße, was ist denn das für ein Kack? Ja, haben wir das jetzt abgeschlossen oder nicht? Oben, das haben wir nicht abgeschlossen. Muss ich jetzt da wieder hin oder was zu dem? Okay. Oh. Der macht mich fertig. Okay, Schnellreise. Dass wir den Aussichtspunkt hier oben schon haben. Wir sind ziemlich am Anfang, wo ich in dem Gebiet gestartet bin, da schon mal rein in die Höhle. Zu sagen hat. Du, Trankmischer, was ist passiert, nachdem ich diese Pisse getrunken hatte? Woher soll ich das wissen? Ich sagte doch, ich kann es mir auch nicht erklären. Ich weiß nur, dass der Trank bei dir recht stark gewirkt hat. Du bist hier rausgestolpert und dann durch den Wald gerannt, als hättest du etwas gewittert. Es war wirklich wild. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Schön, dass du wohl auf bist. Und dein Reichtum ist gewachsen, oder nicht? Könnte man sagen. Ich bin in einer Höhle aufgewacht, neben einem Toten, der einen Schatz umklammerte. So eine Geschichte hatte ich bisher noch nicht gehört. Ich glaube, es war einer deiner Käufer. Nur, dass der nicht so viel Glück hatte. Vielleicht sollte ich diesen Zaubertrank erst einmal ausmustern. Zumindest, bis ich besser verstehe, was er bewirkt. Gute Idee. Okay, abgeschlossen. Da denn hier noch alles schön ist. Opal. Opale sind immer gut. Komischer Kauz. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal hierher. Holen uns diesen Ausguck noch, Leute.
Oh, da ist eine komische Burg. Neues Schnellreiseziel. Diesen Wachen entgeht nichts. Okay, ich will eigentlich nur das Ding synchronisieren. Ich habe mir vorgestellt, dass wir hier sowieso nur mit der Quest rennen müssen. Ganz schön große Stadt oder sowas. Ja, okay, groß. Abgeschlossen. Okay. Hier ist einiges aufgegangen. Sehr schön. Hier ist auch noch was. Da ist ein Schnellreiseziel. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle aber Schluss. In der nächsten Folge machen wir dann, gehen wir dann natürlich hier weiter. Dann hier hoch und dann langsam auch zum Raubzug hoch. Und holen uns die Schätze. Genau, das schauen wir uns alles in der nächsten Folge an, Leute. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und ja, vielleicht können wir ja dann unser Dorf auch ein bisschen weiter ausbauen. Da sind wir 3 von 6 aktuell. Ein bisschen was können wir bestimmt machen, aber wir brauchen mehr Raubzüge. Gut, Leute, ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.